wirklich cool geworden. Ja, da habe ich mir auch echt viel Mühe mitgegeben. Ja. Ey, diese Verzierungen, die waren am Ende so ein Krampf. Ja, glaube ich dir. Ich war ja auch überlegen, soll ich das jetzt einmal wirklich komplett außen rum führen? Aber habe gedacht, ne, das machst du irgendwann mal, aber nicht heute. Welche Verzierung? Welche geht's? Die hier? Hier diese Microblocks. Okay. Wollte einmal wirklich komplett außen rum, halt wie hier vorne reinhauen. Ja, doch, ist glaube ich schon recht große Arbeit. Ja. Wollen wir dann die Aufnahme anfangen? Ja, können wir machen. Gut, nämlich die Aufnahme läuft schon. Das ist gut. Ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Direwolf 20. Mit dem Olle Mutter da oben. Jo, jetzt muss ich aber nur ganz, ganz schnell hier rein. Und die Musik schon mal wechseln. Hab nämlich extra nochmal dafür mal diesen Remix angemacht. Okay. Ey, ich finde, der hört sich aber auch echt awesome an. Ja, der war ganz cool, muss ich sagen. So. Ach, ich glaube, ich muss erstmal eine Deathpoint löschen. Deathpoint im Haus zu haben, ist immer so nervig. Alter, jetzt sind hier Skelette drin. Ich schaffe es. So, auf jeden Fall. Update zu den Hopperies. Ja. Voll. Fast voll. Fast voll. Voll. Fast voll. Und hier schauen sich schon die nächsten an. Also Eisenprobleme haben wir echt nicht mehr. Nee. Glück nicht. So, dann ist hier. Doch, hier ist ausgelöscht, okay. Fischer. Haben wir ein bisschen durchlaufen lassen. Haben einiges zusammengesammelt. Das ist jetzt nicht alles an Fische. Den Großteil haben wir dann schon hier drin. Also, wenn ein gewisser Herr jetzt mal verhungern sollte, weiß ich auch nicht mehr weiter. Und gerade schon Brot am Fressen. Gut. Weil leider gibt es nicht die Funktion, dass ich daneben stehe und dir das Essen reinzwinge. Ah, ich verstehe nicht, warum es Power Speed nicht mehr den Autofeeder gibt. Das war einfach die coolste Funktion an dem Mistding. Das war die faulste Funktion für dich. Das war die coolste Funktion. Okay. War einfach nur praktisch und sinnvoll. Gut, was wir uns heute überlegt haben, wir wollen endlich mal weg von Stein. Das geht langsam gar nicht mehr klar. Also heißt es heute, wir fangen an mit Tinkers Construct. Yeah. Okay, oder soll ich? Ach so, ist es geschrieben. Gut. Also, Tinkers Construct grundlegenden Sachen haben wir schon hier drüben stehen. Toolforge und so weiter. Wir brauchen jetzt halt noch eine Schmiede. Ich bin gerade überlegen, hier ins Haus reinhauen, Schmiede ist irgendwie komisch, oder? Ach doch, aber ins Haus, damit wir haben genug Platz. Ja. Wir arbeiten ja nur mit Lava und einem Balzhaus. Ich finde, das geht klar. Okay. Gut, dann habe ich hier schon mal eine 3x3 Fläche Platz gemacht für den Boden. Ach ja, ich muss auch wieder ein neues Level für Holz für Rubber anfangen. Ja gut, was hast du erwartet? Gut, also das Wichtigste für die Schmiede ist, wo haben wir es gerade? Hier. Wo willst du dich hinsetzen? Hier ins Erdgeschoss? Würde ich sagen, da kann man noch so ein paar Sachen unterbringen. Ja, die Sache ist nur die, wie weit wollen wir die in die Höhe ziehen? Das kann man ja schon recht weit machen, so ein bisschen hoch halte ich die schon ganz gerne. Also ich würde erstmal sagen, dass wir die Widgets so 3x3 machen können, das sollte reichen für die Waffen. Wenn ja keine Erze oder so drin schmelzen. Ja gut, hast eigentlich recht. Ja, das passt dann. Gut. Wichtigste ist halt wirklich hier dieser Seared Brick, der aus Seared Brick gemacht wird. Und Seared Brick ist nichts anderes als Grout. Grout ist nichts anderes als Clay, Sand und Gravel. Also machen wir erstmal diese Mixtur. Gravel sollten wir hier noch ein bisschen haben. Ah ja, habe ich aber kompresst. Gut, Gravel. Ich mache einfach mal jetzt 2 Stacks Grout, das sollte reichen. Oh, sollte. Ihr seid jetzt auch glücklicherweise schnell durchgebraten. Haben ja jetzt hier diesen Double Layer gewisse da drin. Und wollen wir dann am Ende der Folge mal hier die beiden ist gut, diese Safari-Netze öffnen? Ja, auf jeden Fall. Das wird sowas von in die Hose gehen. Ich liebe es.
Boah, vor allem hier die Angel, die wir teilweise haben, oder die Bögen, sind echt cool. Das erinnert mich richtig an, damals habe ich mal so einen kleinen Angelwettbewerb mit einem Kumpel gemacht. Weißt du, wie der abging? Ah ja, stimmt, hast du erzählt. Ja. Wo du als erstes eine Angel geangelt hast mit irgendwie, was genau. War das, Lack, irgendwas? Hier mit Glück des Meeres und so weiter. Oh. Und so weiter, also wirklich eine der OPsten Angeln, die es gibt. Und ja, ich weiß, hier müssen noch Fettblöcke rein, können wir irgendwann mal machen. Gut, wie sieht das jetzt hier aus? Oh, da haben wir schon ein bisschen Ziertricks zusammen. So, wir brauchen ein paar Sachen. Wir brauchen als allererstes einen Smeltery Controller. Dann brauchen wir einen Seared Tank. Und wir brauchen, ich hab's genau falsch rum gemacht, einen Smeltery Drain, ein Seared Faucet und Seared Bricks. Da haben wir schon das nächste Buch bekommen, Mighty Smelting. So, ich würde sagen, den Ausguss können wir hier hinsetzen. Den Controller und den Tank können wir hier vorne hinklatschen. Das Holz brauchen wir gerade bewusst weg. Ich schau mal kurz, ob da irgendwas Richtiges drinsteht. Mighty Smelting. Und hier sieht man das Grundlegende, den grundlegenden Aufbau. Hier diese Legierungen, also diese Metallmischungen. Ja, eigentlich ist das ja nichts so wirklich was Besonderes drin. Nö. Ah, wundervoll, die nächsten sind da. Da haben wir. Ja? Die Botania-Blume Pure Daisy, muss die auf Erde gesetzt werden? Also, ich denke mal, sie muss auf Erde gesetzt werden, aber drumherum auch Erde sein, damit die Scheiße funktioniert? Ich glaube, die kann auf jeden Fall. Also, rundherum kann ein schönes Material sein. Okay. Gut, wir brauchen auf jeden Fall dann noch einmal. Casting Table. Ich glaube, den Casting Design brauchen wir gar nicht. Also hier für die Gedönse, für die Blöcke. Oder was meinst du? Was ist? Brauchen wir wirklich noch das Teil für die Blöcke? Nee, glaub nicht. Ist eigentlich irrelevant. Und selbst wenn, das ist ja relativ schnell gemacht, ganz ehrlich. Ja. Das Problem. Was ich nochmal machen würde, ist, ich würde ganz gerne mal zwei, drei Seared Windows einbauen. Oh, nur zwei. Ja, komm, dann haben wir Seared Glass noch drin. Passt. Noch ein paar Bricks. Ich weiß, dass die Ecken eigentlich nicht ausgefüllt werden müssen, aber es sieht schöner aus. Ja, noch ausgefüllte Ecken sieht das echt kacke aus. Alter, heute sieht seine Soundtrack-Quali echt kacke hier auf dem TS. Auf dem TS hier immer. Ich hab das heute wirklich nur. Also grundlegend ist die erste Schmiede jetzt schon fertig. Wir müssen jetzt mal hier reinschauen, wir haben drei Slots frei. Wollen wir nicht, wir wollen höher. Was man aber schon mal machen kann. Ich fütz mal schnell raus, und zwar war hier, da drüben war mein Mining-Gang, und da war auch eine Höhle mit ein bisschen Lava, da kann man sich mal schnell ein, zwei Eimer gönnen. Oh, und Freude schon auf die nächste Folge, da werden wir uns ein bisschen über einen kleinen, wunderbaren Film auslästern, die wir in der Schule gesehen haben. Jetzt im Ernst, sowas Deutsches habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß nur, wovon du redest. Deutsch, Fabian. Ouch. Jetzt im Ernst, sowas Schlechtes ist mir echt noch nicht unter die Augen gekommen. Oh, doch, hab schon schlimm ausgesehen. Das war wirklich klar, verglichen mit dem Buch war der kacke, aber. Ja, also. Für mich war es ganz ehrlich wirklich ein Wunder, wie wenig, naja, wertschätzen würde ich nicht sagen, aber.
wie wenig man auf seinen eigenen Film achten kann. Buch. Ich mach, ja, Buch, Film, du weißt, wie ich es meine. Alles das Gleiche. Buch, Film ist auch alles ein Anime. Genau. So. Slabber. Und Slabber. Was wir jetzt eigentlich noch bräuchten, sind ein paar Gussformen. Ich schätze mal, wir wollen uns direkt am Anfang die Schwerter machen. Ja, würde ich sagen. Die Ender ist jetzt auch nicht so toll. Naja, ist halt gut zum Farmen von Enderman, von Enderperlen und so weiter. Aber das war's auch schon. So, jetzt haben wir schon eine zweite Reihe drauf und es ist das Doppelte von. So, jetzt gibt's aber wie gesagt in Tinkers Construct einige Legierungen. Das geht von Warmers Bronze, was nichts anderes ist als 3 Kupfer, 1 Zinn. Über Enomite, was nichts anderes ist als Aluminium, Eisen und Obsidian. Hinüber bis Pig Iron, habe ich schon nie ganz ehrlich gehabt. Loot, ein bisschen Eisen und flüssiger Emerald. Boah, ich muss gerade hinsetzen. Wenn man ganz kurz zwischendurch, wenn man bei mir ein komisches Krachen hört, das ist mein Stuhl, mein Alter ist kaputt gegangen. Elektrum. Ziemlich eindrucksvoll. Lass mich. Dann gibt es noch Elektrum. Da würde ich mir ganz ehrlich mal einen Hammer draus machen. Weil ich habe schon in den Kommentaren gelesen, dass Elektrum eine. Warte, was? Man kann aus Compressed Gravel. Bronzen? Okay. Ich habe gehört, dass Elektrum ziemlich schnell sein soll. Okay. Und Elektrum, das war. Was war das nochmal? Das war Gold und Silber. Genau. So, aber ganz ehrlich, als allererstes würde ich sagen, machen wir eine spezielle Gussform. Und zwar, wenn wir jetzt hier 2 Gold reintun, sieht man hier, wie langsam eine Leiste nach oben geht. Und man kann auch sehen, was, wieso sind da jetzt Goldblöcke? Naja, die werden als Blöcke dargestellt, um zu zeigen, dass da was drin ist. So, ich würde jetzt aber ganz ehrlich sagen, wir wollen jetzt da ein paar Sachen machen. Was solltest du eigentlich dir für eine Waffe machen? So gute Frage. Die sind immer ganz cool, aber... Also ich wollte mir auf jeden Fall wieder ein Cleaver machen. Ich bin echt ein Freund davon geworden. Aber das Rapier hat diesen Sprungangriff, oder? Ja, und ich glaube, das hat sogar noch Rüstung ignoriert. Okay, ja gut, ich glaube, ich brauche so eins. Mach das. So, das Gold sollte jeden Moment fertig sein. Und zwar jetzt. So, jetzt kann man das hier ganz einfach ablassen. Lustige Animation. Und es erschaltet und wir haben eine Gussform, einen Ingotcast. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt weiter. Wir haben noch... Ah, jetzt soll mein Bildschirm gerade ausgehen. So. Der Bildschirm ausgehen. Hm? Will dein Bildschirm ausgehen? Ich habe ja bei mir noch hier den Fernseher, der geht ja nach ca. 4 Stunden aus. Komische Einstellung. Also wenn er kein Signal vom TV halt kriegt. Okay, was ich mir auf jeden Fall wie gesagt machen wollte, jetzt bin ich verwirrt. Ich wollte mir erstmal einen Elektromhammer machen. Und dafür machen wir jetzt erstmal wirklich so ein paar Gussformen. Hä? Wo kommt hier? Bist du oben wieder mal am Bauen? Ja. Ja, ich habe gerade dein Rubber aufgefangen. Ah, immer gerne doch. Gut, da verschmeißen wir. Problem ist, ich bin gerade die Decke eins höher machen, weil ich eine Etage komplett mit Erde auskleiden will, weil das so kacke aussieht. Das Problem ist nur, ich kann nicht nach oben gucken. Das ist ein bekanntes Thema? Ja. Okay. Alter, ich werde hier gerade wieder mit Büchern zugeschmissen, das ist krass. Die läuft jetzt mal alle ganz schnell hier rein.
das stellen wir jetzt einfach mal hier hin, damit wir die Gussform rein können. Nein, 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 nicht die. Ich hätte fast die Eimer geschmolzen. Dann hätte ich nach oben gehen müssen und neue Eimer craften. Grauenvoll, das kostet die ganze 3 Eisen. 3! Wir haben Eisen. 2 und weniger als 4. Wir haben Eisenmangel. Und ich schau gerade so nebenbei auf die Iron Ore, weil so viel drauf steht. 4096 von 4096. Alter, das ist echt krass, wie wir das schon ausgemerzt haben. Die Orbs haben sich echt gelohnt, so gegenüber zu der Query. Ja, dann müssen wir schon schauen, dass wir eine Ender Query kriegen. Weil die funktioniert wirklich, soweit ich das weiß. Aber ich doch mal hoffen. Dope. Ich glaube, ich mache gleich wirklich mal so einen Elektrumhammer. Woran? So. Die Gussformen sind jetzt fertig. Wie viel Lava haben wir noch drinnen? 1500 und hier sind noch 6 Eisen drin. 6 Eisen, 6 Gold. Dann nehme ich mir nochmal 8 Barren dazu und wir nehmen uns ein bisschen Silber. Wo haben wir es? So und so. Das ist einfach ganz, ganz grob abgemessen. Grob ist abgemessen, das Kuhschiff einfach reingerotzt. So. Was ich ja wirklich noch hier ganz cool fand, ich habe mal nachgeschaut, den einen Bug, wovon ich erzählt habe, den gibt's nicht mehr. Ja gut, der noch ein bisschen mehr OP gewesen. Nein. Ganz kurz, vielleicht können sich noch einige daran erinnern, die schon damals dabei waren, vielleicht auch noch nicht. Und zwar gibt es ja die sogenannte Dirt Chest, das ist einfach nur eine Holztruhe mit Erde außenrum. So, und da gab es damals den ganz, ganz lustigen Bug. Man konnte einfach eine Dirt Chest in den Ofen, in die Schmiede schmeißen und du hattest dann später so circa 40 Eisenbarren. Den Bug hatte ich dann ganz ehrlich wirklich am Anfang mal ausgenutzt bei RIT. Bin ich ehrlich, weil ich eindeutig zu voll war zum Farmen. Aber ich muss sagen, der wurde dann doch relativ schnell behoben. Und es ist ja glücklicherweise nicht aufgefallen, glaube ich zumindest. Ich kann mir eigentlich vorstellen, dass Streetiger davon wusste. Gut möglich. Kannst du ihn ja mal fragen. Ah, ich glaube, der wird ja schon Leute die Kommentare schreiben. So, auf jeden Fall. Elektrumhammer wollte ich jetzt mir auf jeden Fall mal machen. Ach Quatsch, der kann weg. Mining Speed 70, what the fuck? Oh, das klingt viel. Ja. Was braucht man nochmal für einen Hammer alles? 2 Platten. Okay. Doof und doof. Das als Fliegen abzubauen dauert echt lange. Ja, da muss man sich wieder was überlegen. Ja, ist echt blöd, dass ich nicht nach oben gucken kann. Wie viel Elektrum ist jetzt noch? 12, das reicht sogar. Soll ich später auch noch einen Hammer machen, oder? Ja, gerne. Oder lieber erstmal eine Lumber-Ex? Stimmt, eine Lumber-Ex ist auch eine gute Idee. Ja, Lumber-Ex kann ich hier gleich machen. Wir machen jetzt wirklich erstmal die komplette, das ist der komplette Equip 4 von Tinkers und Zwack. Und nicht rumschreien, dass jetzt hier wirklich komplett ist. Mining Speed 6,8. Jetzt interessiert mich noch eins. Der Hammer ist ja jetzt fertig. Wie viel Redstone wird da rein? Ja, ein paar Kohle. So.
Das war gerade ein bisschen zu lange, ich hatte deutsche Übersetzung Blöcke. Ich glaube, es wäre schneller gewesen, wenn ich einfach nochmal eine komplette Etage neu ausgeholt hätte, die aber mit zwei Blöcken Abstand dann einfach unten eine wieder abgetragen hätte. Das wäre, glaube ich, echt schneller gegangen, als hier die Decke abzutragen. Okay, also Sebastian? Ja? Momentan ist der Hammer bei stolzen Mining Speed von 12 insgesamt. Oder? Moment. Nee, das stimmt gerade nicht. Okay. Woraus machst du denn jetzt aus 100% Elektrum? Der ist jetzt gerade 100% Elektrum, hat einen Mining Speed von 24 und anscheinend einen Bonus von 12. Klingt so, als haut er rein. Ja. Und was ich auf jeden Fall machen wollte, ich wollte noch eine Letstone Energy Cell drauf klatschen. Das war das doch, oder? Ich schaue mal gerade im Buch nach. Dann kann man die nämlich noch elektrisch aufladen. Dann ist die genauso wie vorher, nur dass sie keine Haltbarkeit verliert, oder? So ein halt genau. Strom. Genau. Okay. Weil wie jeder weiß, Haltbarkeit ist nichts anderes als Strom. Genau. Das ist in einer physikalischen Größe, das ist wie, Watt ist das gleiche wie Newtonmeter, dann ist das gleiche, ist Haltbarkeit auch das gleiche wie Strom. Ja. Okay, wir machen uns nochmal schnell. Wie gesagt, eine Energy Cell war richtig. Cell Frame müssen wir genutzt als Glas, Lead oder LED oder auch Leade. Ja, das wird uns so heutzutage ausgesprochen. Spricht das der Profi aus, wolltest du sagen? Ganz genau. Oh Gott, ich bin schon wieder an Sammelstelle gegangen. Ach, hier an die Truhe mit der Kohle. So, was braucht man noch? Kupfer war das, oder? Jawohl. So, Kupfermangel haben wir echt nicht. So, das haben wir. Ach, eine Kontakt ins Coil. Okay. Der Dennis hat sich verabschiedet aus einem guten Grund. Ja, dann hau doch mal ab. Ja, der hat dann auch schon keinen Bock mehr. Das war jetzt klar, dass der noch einen Timeout kriegen muss. Na gut. Alter, dieser Slime gerade bei mir. Ah, da ist er ja schon wieder. Wo fliege ich denn jetzt hin? Gut, Toolforge, den Hammer und den Redstone und wir haben sie auch reinforced. Kann man die jetzt hier aufladen? Ja. Gut, wie viel hat die in? Oh, das dauert ein bisschen. Das reicht aber ganz ehrlich mal grundlegend. Dann fliegen wir. Alter, was ist das für ein Schleim? Einmal ganz, ganz schnell was aufräumen. Das reicht schon aufräumen. Und der hat Mining Level Redstone. Okay. Gehen wir einmal. Ja komm, wo sieht's? Hier fällt es ganz ehrlich nicht auf. Wie sieht das? Alter! Alter! Okay, das nenne ich schnell. Hut ab, das ist echt schnell. Ja, dann mache ich, würde ich sagen. Moment. Es mit TS aus. Wo der ist? Ach, der ist schon da. Oh. Hi. Hey, Bitch.
Sebastian? Ja. Okay, einfach weitermachen. Ja. Okay. Gut. Läuft die Aufnahme noch? Ja, die ist noch dran. Hallo. Also den Hammer habe ich gerade getestet und... Aua! Attack Speed ist echt awesome. Will auch mal. Ja, ich lade ihn gerade auf. Ich wollte schnell die Folge beenden und dir dann noch die Lumber-Ex machen. Okay. Ich würde sagen... Oh. Ja, die Lumber-Ex mache ich dir dann doch offscreen, weil ich jetzt gleich schon losgehe essen. Wollen wir danach noch eine Folge aufnehmen? Ja, ich sag. Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, bla bla bla, Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Tschüss.